Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meiner Base Pension. Ja, bauen hier nur mit dem Die Sims 4 Basisspiel, ohne Inhalte aus irgendwelchen Packs. Und ich bin Daniel von simfans.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, so sieht das Ding bisher aus. Ihr habt die letzten Folgen gesehen, da haben wir in der allerletzten Folge, in der vorigen Folge, haben wir hier das Bad eingerichtet, schön schnuggelig. Mit Bademittelchen an dem Haken hier von der Lampe und hier so ein bisschen Kramszeugs. Schönes kleines Rentnerhäuschen, ja, das wird es hoffentlich. Und wir brauchen hier noch einen kleinen Teppich. Wir filtern direkt natürlich wieder nur mit dem Basisspiel und gucken uns das an, wie wir das machen. Also ich würde da schon gern so einen Teppich da wieder reinnehmen. Das ist schon, den haben wir glaube ich auch schon so ein bisschen im Schlafzimmer so eingeplant, aber der passt hier perfekt dazu. So einen kleinen Teppich unter den Tisch und den machen wir natürlich auch blau. Und es ist gleich schon viel gemütlicher. Wir brauchen noch ganz viel Krams heute, das steht noch an. Und wir brauchen hier auch noch so ein bisschen hier Küchendeko, ne? Alles so ein bisschen, das ist schon wieder Wasser hier. Stellen wir gleich mal auf den Tisch. Oder hier auf den Tisch, besser hier. Ja, schon jemand Wasser geholt hier, noch nicht fertig, wartet mal. So, Kekse haben wir auch, alles gut. Jetzt gucken wir mal rein, was wir da... Ah, das haben wir hier genommen als roter Eyecatcher. Was wir hier für eine Tapete reinmachen. Also so ein Oma-Schlafzimmer, sage ich jetzt mal einfach. Das kann gern so ein bisschen was mal haben, was wir sonst vielleicht nicht nehmen. So ein bisschen sowas, oder? Hey, das ist mal, oder? Das ist Landhaus hier, finde ich. Das ist schön. Das ist richtig schön, so ein urig altes Schlafzimmerlein oder so. Das ist auch voll cool. Das sieht ein bisschen feiner aus, ne? Komm, dann nehmen wir das. Was haben wir denn da noch für Farben? Da gibt es schon auch schöne, ne? Bisschen grün hier. Das ist schön hell, oder? Komm, dann nehmen wir das. Und dann so einen schönen weißen Holzboden dazu, der natürlich passend ist zu diesem, ja, zu diesem Holz, zu dieser Holzvertäfelung hier, ja. Haben wir denn da einen schönen? Der da ist gut. Der ist so ein bisschen, ja, so dielenbodenmäßig. Das ist geil. Passt perfekt dazu hier, oder? Ist das gut oder ist das gut? Hier sogar der Abstand stimmt, oder? Fast. Ja, doch, das stimmt. Hey, also. Da haben wir so ein bisschen für den Opa so ein bisschen Hobby-Zügchen da reingebaut. Wir könnten das auch ein bisschen ins Wohnzimmer noch mit reinsetzen. Das würde auch gehen im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob das passt. Aber wir können das hier vor den Fernseher. Ja, die leben ja nicht in der Vergangenheit. Dann kriegen die hier ihre Zügchen. Und dann machen wir das hier noch irgendwo so ein bisschen da. Der hätte sich schon breit gemacht hier. Der Sack. What? Ja, und da waren die Kinder wieder dann am Schräg hingestellt hier. Ja, der baut sich hier seine Dinger zusammen. Das ist irgendwie süß. Das ist so hobbymäßig. Sieht man nicht mehr auf dem Fernseher richtig. So viele Zügchen hat er da schon. Nee, ich finde das toll irgendwie. Da muss noch ein bisschen was rein. Dann machen wir das da raus. Dann haben wir die Hemden von Opa. Die kommen auf so eine schöne kleine Kommode. Ja, und als Bett, also das sehe ich das da vielleicht sogar, weil das hat auch so ein bisschen wieder diese Farbgebung mit drin. Das finde ich ganz schön, die sind alle irgendwie schnuggelig, ne? Schnuggelige Bettchen hier, oder? Das Grüne fand ich schon ziemlich gut, wobei das auch so ein bisschen, komm, das ist toll, das ist so ein bisschen mal was anderes. Schönes Doppelbett, wir haben bloß keinen Platz dafür. Wie machen wir das denn? Ich glaube, das muss auch wirklich jetzt an diese Wand hier ran, weil ansonsten ist es hier einfach zu knabbig. Zu knabbig, zu knabbig. Obwohl hier die Tür ist, sind wir ein bisschen ungünstig. Oder wir machen es an die Wand hin. Das würde auch... Ah, das geht nicht. Da kann man da nicht mehr drum rumlaufen. Ja, dann muss es dahin. Ja, ja. Ja, ja. Halbes Kästchen reicht. Dann machen wir so ein bisschen freier. Da können wir da noch ein Tischchen hinstellen. Vielleicht ein schmales. Und da und hier und da. Da muss man laufen können. Dann machen wir da hinten vielleicht eine Kommode rein. Aber das muss eine relativ tiefe, flache sein. Wir gucken mal, ob wir die nehmen, weil die ist total schön einfach. Ja? So eine richtig schöne, urige. Die hängt halt ein bisschen vor dem Fenster jetzt. Das ist ein bisschen... Ah. Na, gucken wir nochmal. Gucken wir nochmal, ja. Und da dann solche Vorhänge, oder? So ein bisschen was oder sowas. Macht es ein bisschen größer den Raum. Oh, der ist zu groß für das Zimmer. Das ist auch schön. Da gibt es bestimmt auch... Ja, das sind die für das Kinderzimmer. Ja, sowas dann, ja. Sowas. Zum Zuziehen, schön. Gehen wir in eine andere Farbe rein. Was haben wir denn bei der Bettwäsche noch? Dann ist so ein braun, grau, beige. Verschnitt dabei. Ich würde es ganz gern doch in die Richtung dann wieder machen. Komm, wir machen das so jetzt. Wir nehmen das jetzt einfach. Wir nehmen das jetzt einfach so hin. Dann machen wir da das Regal ein bisschen näher daran. Dann ist das mehr auch so ein bisschen vielleicht der Nachttisch in Anführungszeichen. Echt ein enges Zimmer wieder. Da kannst du gar nichts stellen, du. Ja, ja. Und so eine alte Uhr brauchen wir auch noch. Stimmt. Mhm. Dann nehmen wir dann so ein Nachttischchen dazu. Das muss hier ein bisschen eng dann sein. Komm, dann gehen wir da noch ein bisschen rüber.
Die müssen da eigentlich noch durchlaufen können. Sonst testen wir das gleich. Und dann können wir da nämlich noch so ein Wecker draufstellen. So eine kleine Uhr. Das ist süß. Sowas hier. Oder auch in weiß. Machen wir das so. Machen wir das so. Und dann dahinter noch vielleicht eine Lampe oder ein Pflänzchen oder irgendwas. Ja, können wir lieber das Pflänzchen da irgendwo noch so hinstellen, ne? Das ist ein bisschen besser. Ist hier mal so ein bisschen so ein paar Pflanzen reingerettet. So, machen wir das ins Eck und das so ein bisschen da. Ja, das ist auch süß, das ist auch schnuckelig. Hier muss ein schönes Bild noch ran an die Wand. Was anderes sehe ich hier auch gar nicht. Da muss irgendwie nochmal was hier, das Sonnenblumenbild, das ist schon... Das ist so ein Landhausbild, das bauen wir noch. Ja, auch in weiß wieder, machen das auch ein bisschen höher dann. Ja, schön. Dann können wir da noch, das ist vielleicht auch eine tolle Idee, weil wir hier ja keinen Platz mehr haben. Machen wir jetzt einfach so ein Regal dahin. Also auch noch ein schönes weißes, beige wegen mir, ja, nee. Das da vielleicht, ja, machen wir das so. Hat man da noch so eine kleine Ablage mit so ein bisschen Deko-Krams drauf, oder? Da können wir noch ein bisschen, oder können wir noch so ein bisschen Einsteiger-Garten-Set, das brauchen wir noch draußen, das können wir da irgendwo hinlegen. Dann das so hinliegen lassen. Das ist was Feines. Dann, da können ein bisschen so ein Nagellack oder irgendwas sein von der Oma. Sollen wir das nehmen? So ein bisschen was hier, ein bisschen Beauty-mäßiges hier. So ein paar Kerzchen, oh ja, die sind süß. Hier im Schlafzimmer ist das cool. Schöne Kerzen hier. Jetzt machen wir da noch ein bisschen Farbe. Komm, dann nehmen wir einfach wieder weiß. Dann haben wir das schön hell hier alles. Ja, oh, das auch dieses Gärtner-Set. Das können wir vielleicht auch so ein bisschen hier noch auf den Balkon oder so stellen. Oder. Ja, oder? Machen wir das so? Das passt nicht auf den. Auf den Ding passt es nicht hier auf das Geländer. Das ist ein bisschen eng. Kannst mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist ja, das ist zu eng. Das sieht aus, als wenn es gleich runterfällt. Das ist so ein bisschen schwierig. Nee, das machen wir lieber nicht. Vielleicht können wir das da irgendwo auf so einen Stein oder so drauf legen oder so. Haben wir irgendwo einen flacheren Stein? Haben wir nicht, ne? Haben wir nicht. Ja, das wäre irgendwie süß gewesen, wenn wir das da irgendwie. Dann stellen wir das da vielleicht so an den Rand hin. Da jemand stehen lassen. Das ist doch schnuggelig. Ja, wir müssen dann nur ein bisschen auf den Boden. Auf den Boden der Tarzan zurück hier. Ja, das ist hier, das wird hier vom Spiel hochgedrückt wegen dem Geländetool. Da kannst du echt nichts platzieren, du, ne? Machen wir das dahin. Das ist auch okay. Dann ein bisschen da am Rand. Jetzt mal ein bisschen raus in den Garten. So, Schuhe haben wir schon. Garderobe, Spiegel, alles, ne? Ist ganz toll. Aber wir brauchen noch so einen kleinen Teppich zum Schuh, Füße abstreifen, Schuhe abstreifen. Ein bisschen kleiner vielleicht. Auch machen wir das innen rein oder außen. Geht beides. Können wir machen beides einfach. Ich finde den immer ganz toll. Das sieht so ein bisschen rau aus. Ein bisschen rauer. Ja, nehmen wir den. Schöne dunkle Farbe auch. Lassen wir den direkt. Ist gut. In die gute Stube kommst du nur mit sauberen Schuhen rein. Hier im Schlafzimmer, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ja, da ist nochmal, da wäre so einer nochmal fein. Der da ist da fein dafür. Wir nehmen einfach diese Teppiche, das finde ich toll. Nochmal ein bisschen sowas Warmes. Ja, yeah, das ist gut. Das ist gut. Ja, also ich würde schon sagen, wir gucken jetzt nochmal nach den Kommoden. Ich bin jetzt nicht so guter Dinger, vielleicht finden wir ja was. Mal gucken, da ist das irgendwie nochmal, aber das ist schon relativ tiefes Schränkchen. Ja. Das sehe ich nicht irgendwie was anderes. Dann lassen wir die doch da. Ja, ist nicht ganz ideal, aber es ist okay, ist okay. Dann können wir da nochmal so einen Spiegel hinstellen oder kleben an die Wand. Machen wir das so. So ein Dreiergespann. Dann kann man das so ein bisschen... Oder das, wir machen das so aneinander. Dann sieht das so aus, wie wenn man die so einklappen könnte. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oder? Und dann brauchen wir noch eine Uhr. Das wäre mir noch ein Anliegen. Dann nehmen wir vielleicht so eine oder so eine alte. Auch ist auch gut. Die muss nicht unbedingt jetzt ins Schlafzimmer rein. Aber da wird es auch knapp, ne? Oh, da wird es auch knapp. Können wir dich denn hier noch unterbringen, du? Wenn wir dich da hinstellen, das würde noch gehen so ein bisschen in der Stube hier. Das würde noch gut gehen so ein bisschen. Ist nicht ganz ideal hier vor der Theke, aber das ist doch eine schöne Angelegenheit dann. Ja, sowas nimmt man irgendwie viel zu selten. Das ist auch total schnuggelig. Das müssen wir irgendwo noch reinhängen. Jetzt haben wir da schon eine Uhr, dann machen wir die doch da. Dann haben wir auch schon eine Uhr.
Jetzt habe ich mal hier ein gebautes Ding hier mit allen. Dann machen wir die hier hin. Guck mal, das ist sonst gut. Wunderschönes Objekt eigentlich, ne? So ein bisschen verratzt auch. Das ist doch toll. Ja, 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 ja. Yo, yo, yo. Jetzt brauchen wir noch ein paar Wandlampen. Das finde ich hier mal ganz schön, wenn man die so über dem Spiegel macht. Guck mal, wie warm das gleich wird. Aber ein bisschen eine filigranere. Bisschen filigraner, bisschen filigraner. Was haben wir denn da noch? Die da vielleicht? Die hat jetzt auch nicht wirklich filigran. Komm, die haben sich mal eine neue Lampe geleistet. Ich finde die so toll, weil die haben so ein schönes warmes Licht immer. Mhm. Das reicht doch auch. Reicht das für Schlafzimmer? Ich denke schon. Ja, jetzt brauchen wir noch so eine kleine Tischlampe da. So eine kleine Tischlampe. Eine kleine Lampe. Vielleicht sowas. Das ist ganz schön. Die gibt es, glaube ich, sogar auch in grün. Ja, ideal. Nur noch ein bisschen weiter zurück, weil das klebt mir dazu sehr wieder am Rand. Ja, dann machen wir es so. Dann hat man das doch schön hier. Ja, die passt da auch gut drüber. Sehr schön. Drüber. So, jetzt haben wir Spüle, Herd und Kühlschrank. Wir bräuchten noch ein Mülleimerchen hier. Das wäre nicht so schlecht. Das wäre nicht so schlecht hier. Haben wir da noch echt noch keinen? Das ist ein bisschen schade. Passt die Uhr eigentlich auch in die Ecke da rein? Das wäre noch idealer. Das wäre noch idealer hier. Da hinten rein, das Ding ein bisschen weiter rüber. Das passt ja auch so weit. Ja, das ist besser. Noch ein bisschen raus, ein bisschen luftiger. Was muss die noch sein? So ist es doch viel luftiger, besser. Ja, perfekt. Dann können wir da nämlich auch noch einen Mülleimer reinpacken. Dann nehmen wir das so ein, oder? Kommen die Sims da ran unter die Theke? Die müssen da rankommen. Die müssen das schaffen hier. Jo. Okay, und dann packen wir draußen, würde ich sagen, auch nochmal einen hin. Doch, die Müllabfuhr kommt hier hin. Ja, das ist auch nicht gesagt hier. Guck mal das an, wo wir hier da sind. Ja, das ist nicht so toll. Ich pack den mal da unten hin. Ja, das ist so ein bisschen am Rand und das ist dann... Oder da zur Werkbank. Das ist, glaube ich, besser. Dann sieht das so aus, wie wenn das hier... Oder wir machen es so ein direkt. Ja. Wenn man sowas dahin, dann hat man, sieht das aus, wie wenn das zur Werkbank da irgendwie gehört. Das finde ich ganz schön. Das ist noch eine gute Idee. Yo. Eieiei, okay. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier reingucken. Also da haben wir jetzt natürlich die Küche. Da bräuchten wir dann eventuell noch so eine Kaffeemaschine. Das fehlt mir jetzt hier noch. Am besten aber die Teemagie. Ja, machen wir die da hinten rein. Ja, da ist nämlich so eine Dekotheke dann quasi. Spülmaschine gibt's nicht. Spülbecken haben wir. Wir können noch so ein bisschen sowas damit irgendwie mit reinbringen. Guck mal, machen wir da noch so ein Milchkännchen dazu. Oh, das ist auch toll mit den Tassen da, ne? Und dann gibt's hier auch nochmal eine Dekotheke. Die ist nämlich toll. Dieses Tassengestell da. Das ist auch total urig, schnucklig. Was haben wir da noch? Was haben wir denn da noch hier? Guckt mal, da gibt es auch bestimmt noch mal irgendwas. Für die Oma. Was braucht ein wenig Platz und ist trotzdem irgendwie schön, so ein bisschen. Das ist so eine schöne Kupferkanne da. Das ist toll. Das machen wir auch noch. Die muss da hinten irgendwo hinpassen. Oder wir stellen die... Oh ja, wir stellen die auf den Tisch. Das ist ganz schön. Da können die schön Tee trinken. Voll das Steampunk-Ding, ne? Voll geil. Obstkisten. Die kommen natürlich draußen hin. Und da machen wir gleich zwei hin, weil es so schön ist. Ganz genau. Gibt es sogar mit verschiedenen Labels. Dann machen wir das auch. Sieht man fast nicht, aber ist egal. So, dann haben die da ein bisschen Obstlieferungen. Obstlieferungen. Da machen wir de Tischleno dazu. Das wäre auch eine Reihe gewesen, die man wieder so ein bisschen schwäbisch mal kennt. Hajo, so ist halt. Sach ist. Ist wie es ist. Wir nehmen das dazu und packen das direkt oben drauf. Dann können die da draußen so ein bisschen Vitaminchen essen, wenn die da rumsitzen hier. Guck mal, die sind ja so ein bisschen anbaumäßig unterwegs, oder? Wir machen da hier auch noch, würde ich sagen, auf jeden Fall noch einen schönen kleinen Grill dazu. Da würde ich den da auch nehmen. Das sieht so ein bisschen, nehmen wir den, oder? Gibt's den auch in so einer Farbe? Guck mal, blau und rot. Das passt gut. Dann machen wir den. Lasst uns den hier so an den Rand. Ich würde eigentlich eher mehr das Gärtnerzeug. Dann machen wir hier den Grill vielleicht dazu. Das steht vielleicht da gerade nur so am Eck. Können wir da nämlich grillen draußen noch. Da kann man sitzen und da kann man dann wirklich jetzt noch gärtnern. Und zwar
im Sinne des, hier, wir nehmen den Holz, im Sinne des richtigen Gärtners da. Also das ist, ne? Ja, da muss man nämlich so ein bisschen noch so ein paar Pflänzchen da haben. So machen wir das doch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann könnte man eigentlich dieses Gärtnerkrams hier, da könnte man das da rüber schieben. Das wäre doch da noch ganz toll. Wenn man das hier noch irgendwo, wenn man das da irgendwie da in der Mitte liegen lassen, das sieht so ein bisschen hier so, ne? Und dann packen wir uns da noch Blumen und Früchte, Baumentraum hier, machen wir das da rein. Und Blumen für Einsteiger und Kräuter, Gemüse auch noch. Und dann kriegen die so alle Päckchen gesponsert hier von allen Sorten. Ja. Base Game, was hast du noch zu bieten? Haben wir schon ein Nachtding hier, Außenbeleuchtung gemacht? Haben wir noch nicht. Dann machen wir das mal. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen uns hier, das ist so eine Hängelampe, die können wir vorne nicht machen. Dann können wir uns hier so eine da holen, oder? Die ist ein bisschen zu groß. Die da vielleicht. Ja. Die ist ein bisschen uriger, schnuckliger, oder? Ja, ich mache mal Licht an, wie das aussieht. Das ist so ein bisschen, die ist mir zu... Die ist irgendwie schöner. Die ist ein bisschen... Lasst uns die nehmen. Genehmigt. Und dann können wir hier noch an diese Dinger da, Punkt und Komma zum Drehen, ne? Wisst ihr Bescheid. Können wir da hier auch nochmal eine hochleveln mit Move Objects. Das ist eine schöne Geschichte. Wenn man da nochmal ein bisschen Lampen hat. Drumrum. Wenn der Opa draußen nochmal ein bisschen was hier bastelt, kriegt er auch nochmal ein Lämpchen. Hat er das selbstständig hier mal hier Strom verlegt? Durch die Balken? Ja, das ist ja. Der bastelt hier rum und da auch nochmal so ein Lämpchen, oder? Machen wir mal Nacht. Ja, jetzt haben wir doch da. Oh, das ist das Schöne, ne? Wenn das so ein bisschen ringsrum so ein bisschen beleuchtet ist, auch toll. Was fürs Herz hier. Und die Alte, die hat hier. Die hat hier so ein paar Dinger rein. Ach, schön. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die da rumsteht und die Dinger da reinrammt in den Boden. Dann ruft sie hier, hey Herbert, du, das geht nicht, da ist ein Stein hier am Weg, Mensch. Stell dich nicht so an, Gertrude, hier, ja. Das ist schöne, die macht da schöne Beleuchtung hier, boah, ist das toll. What? Das ist ja geil hier, oder? Das ist ja geil. Wow, die haben alles schön beleuchtet hier, schön. Schön, schön. Das gefällt mir jetzt aber, muss man echt sagen hier jetzt. Das wird toll. Wenn man sich jetzt da noch vorstellt, dass da noch so ein paar Pflanzen da drin wachsen und so, das wird, glaube ich, richtig genial. Das wird richtig genial. Ich hoffe, die kommen da ran, sonst muss man da ein bisschen verschieben. Wir können da nochmal zwei hinmachen, dass die wirklich auch jeden Zentimeter hier ausnutzen. Ihres kleines Paradieses. Ja, hier ist es schlecht hier, ne? Hier ist doof. Hier ist echt blöd. Ja, lassen wir das mal so. Das heißt, müssen wir noch ein bisschen gucken hier. Da haben wir das schon ein bisschen Kleinkrams. Alles gut. Ja, mehr passt da auch nicht wirklich hin, ne? Das ist schon so eine Geschichte hier jetzt auch. Dass mal irgendwann vorbei ist. Wir können mal gucken, ob wir noch irgendwo... Genau, so ein Gartenschlauch. Das fehlt auf jeden Fall noch. Das können wir da noch irgendwie anbringen. So, machen wir den dahin. Ja, oder lasst uns den hier in das Eck reinhängen. Das ist noch besser. Lass da hinten so ein bisschen noch so eine Nische für so ein Kramszeug. Sehr gut. Kramsnische. Kann man hier nochmal hier für den Lieferanten. Hier bitte die Kisten abstellen, ja? Nicht in die Garage. Da darfst du nicht rein. Oh, das ist auch ein tolles Objekt. Die können wir da drüber noch stellen. Oh, sehr gut. Sehr gut, das ist perfekt. Wie konnte ich das vergessen? Diese Teller-Deko, diese hässliche, Entschuldigung. Ist doch wahr. Und dann noch so ein paar Messer. Messer. Gibt es die nur in einer Farbe, die blöden Dinger? Man ist sogar eine freigeschaltete Dingens da. Echt mal. Das haben wir, glaube ich, schon, oder? Haben wir das schon? Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht, das kann ja nicht sein. Da muss das hier unbedingt noch dazu. Da ist die Schlüssel, die haben wir da schon. Gut. Ja, das ist jetzt langsam, aber sicher hier nochmal durchdacht. Hier kriegen wir die komischen Dinger, die Pfannendinger da noch irgendwo unter. Und da noch so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Sollen wir da einfach kleine Pfannen draus machen? Da kann man da nochmal sagen, okay, hier hängt noch ein bisschen was. Das ist immer ganz schön. Da möchte ich es eigentlich ungern da irgendwie aufhängen. Weil wenn man die das so da drüber, das würde auch noch gehen.
Oder da oben da, oder zwischen die Theken. Oh, das wäre toll. Hier noch so. Hätte ja mal kleine Töpfe da. Die großen sind dann irgendwo in den Schränken. Sieht aus wie so ein Münzschacht hier. Was ist denn das? Zum Reingucken, zum Belüften oder was? Oder wie? Wie war das? Ja, irgendwie, dass man die Luftsteuerung da, ne? So mehr aufdrehen und dann verbrennt schneller oder dann kriegst du keine Luft und so. Das ist da. Ja, das ist eine Sache für sich, du. Kinderzimmer gibt's nicht. Schreibtisch würde ich jetzt auch nicht sehen unbedingt. Das ist so ein bisschen, ja, auch zu eng jetzt insgesamt. Wohnzimmer, vielleicht noch ein bisschen Musik. Haben wir da noch nicht? Doch, haben wir schon. Na also. Katzen gibt's hier nicht. Vielleicht noch ein Pflänzchen da irgendwie, oder? Das ist hier so ein bisschen zu eng wieder, ne? Ja, ja. Das lasse ich auch mit Absicht so ein bisschen schräg. Sollen wir da statt einem Zügchen da nochmal so ein Blümchen draufstellen, ist besser, oder? Fangen wir das da dazu und das hier darf dann gerne mal ein bisschen hier. Na, das will wieder nicht so, wie ich das will. So, gerettet. Der Kohlewagen ist das Geilste, oder? Ja, und da oben die Zügchen, das darfst du nicht wegstellen, sonst hier. Aber er hat ihm vielleicht eine Rose mitgebracht oder so. Guck mal an. Oder hat sie sich gefreut? Dann hat sie sie. Ja, oder hat er ihr eine mit? Oder irgendwie. Das ist doch noch was fürs Herz hier. Die beiden Schaumühre. Die Hemden von Opa haben wir schon. Badezimmer ist gut. Ist alles gut, oder? Ist alles gut. Schön. Leute, ich glaube, dann haben wir es ja auch schon, oder? Müssen wir da draußen nochmal gucken jetzt. Ja, allerdings. Allerdings, ja. Gut, den Briefkasten, den lassen wir, glaube ich, da unten am besten. Ist immer gut, wenn man da irgendwie, ja, gut rankommt. Da ist das Werkeln dabei. Was haben wir denn noch für Aktivitäten? Jetzt außer Rakete bauen und so ein Spleen da. Das ist auch noch toll. Das können wir hier noch irgendwie, jetzt ist auch in weiß. Das können wir hier nochmal wirklich so fake-mäßig als Tor oder so hin machen. Das wäre doch toll. Das hat die Alte bestimmt sich hier von ihrem Männchen da bauen lassen oder so. Geht das nie noch weiter runter? Ich hätte das gerne weiter tiefer. No. Müssen wir hier wieder ein bisschen faken mit dem Blümchen da. Ja, da muss da schon hin. Das muss da schon hin hier. Das ist, dass wir jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Vielleicht heiraten die ja auch auf dem Ding da oder so. Da muss hier noch ein bisschen mehr hier. Da ist ein bisschen. Bisschen mehr ineinander platziert werden jetzt. Ja. Ich hoffe, der kommt da noch durch. Kommt der da noch durch? Der muss schon klappen. Muss jetzt aber klappen hier. Oh, wow, wow. Wir nochmal ganz feines Geländetool hier nehmen. Zum Kletten und dann ganz klein und dann nochmal kleiner. Mit Shift gedrückt halten. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, so dass das hier ein bisschen noch. Bisschen noch abgeflacht wird. Wir haben den ja schon laufen lassen. Dann lassen wir das da oben lieber. Lieber noch ein bisschen so. Ja. Ja, das ist geil. Das ist toll. Das ist auch Basegame, ne? Das ist schon auch Basegame. Ja, ja, ist wirklich so. Schön. Aber was man mit dem Basegame doch alles machen kann, das ist echt toll. Muss man wirklich sagen. So ein paar Kleinigkeiten, so schöne Sachen da. Und man vermisst irgendwie das andere auch gar nicht, wenn man so ein uriges Ding da baut, finde ich jetzt. Das ist schon eine schöne Geschichte. So ein Aquarium wäre auch noch toll. Haben wir das noch nirgends? So ein Bad oder so könnte da noch. Ganz oben geht es nicht mehr, ne? Das ist zu hoch. Das wäre noch was Feines gewesen. Das wäre noch was Feines. Können wir das nicht auf die Kommode da? Fangen wir die da eben so ein bisschen. Guck mal, das ist noch süß. Dann haben die noch was zu tun. Genau, intelligenter Lautsprecher. Habe ich letztens eine Statistik gelesen, die haben gesagt, viele, viele Ältere nutzen die Dinger, um mit denen zu reden. Ja, tatsächlich hier. Wahrscheinlich haben die sonst niemanden zu reden, ja. Das ist auch ein bisschen schade, ne? Das wäre auch noch toll. Wir haben keinen Platz mehr. Ich sehe ja auch eher die Gärtner und weniger die Maler, aber wir machen da vielleicht nochmal was dazu. Das wäre noch ganz gut, wenn das hier vielleicht nochmal so eine Art Künstlerding geben würde. Es ist hier wirklich schwierig, weil da ist nicht gerade der Boden. Das ist echt schwierig. Deswegen kann man da eigentlich gar nichts hinmachen. Ja, leider. Ach so, reicht's auch. Was kostet denn der Spaß jetzt? Steht noch auf 66.000. Na komm. Dann machen wir das jetzt einen Knopf dran. Das ist gut so.
Das ist jetzt gut so, das gefällt mir. Das ist meine Base-Pension. Ich bin Daniel von simfans.de. Gucken wir nochmal drumrum. Alles dran, alles gut. Schönes kleines Häuschen, nur mit dem Basisspiel gebaut, gibt's jetzt in der Galerie als Download. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Wow. Für den Ruhestand oder wie auch immer ihr das bespielen wollt, ganz viel Spaß damit. Alle Infos, wie ihr das bekommen könnt, gibt's in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt dürft ihr euch hier in den Kommentaren natürlich auch wieder eine neue Reihe wünschen. Falls ihr euch noch was auf dem Herzen liegt, was ich noch bauen soll, eventuell auch eine Base-Game-Reihe, was interessiert euch oder was meint ihr, was könnte man noch bauen mit dem Base-Game, was ich bisher noch nicht gemacht habe, oder vielleicht wollt ihr, was ich schon mal gemacht habe vom Thema her, aber jetzt in einer anderen Art irgendwie haben, schreibt mir das gerne. Ansonsten, ja, bis zur nächsten neuen Reihe, die nächste kommt bestimmt, oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Bis denn. Macht's gut. Ciao.